Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von RimWorld. Ganz genau. Und wir in der letzten Folge haben wir eine Besuchergruppe ist im Anmarsch. Und ja, wir gucken mal, was die uns so bringt. Gräber werden gebaut, das heißt, die ersten Leute kommen ins Grab. Sehr schön. Und die sind vielleicht teilweise besser als das, was wir haben. Hoffe ich zumindest. Nahrungsmittelvergiftung? Ja. Gorilla. Sie redet gerade, ja, lass mal zu Ende reden. Näht ein T-Shirt. Aber ich möchte hier kurz, Entschuldigung, handeln. Haben die was Cooles? Oder beziehungsweise ich kann Müll von mir loswerden? Achso. Ah ne, das ist ja. Das sind wir und das sind die. Die Gems. Ach, herrlich. Weg. Rentier, ja, weg damit. 24, 5, 24, 1, kann weg. Brandgeschosswerfer ist zwar sehr stark, hat aber den Nachteil, dass man erstens die Charaktere, die Leute schießen immer noch ungenau, ja. Und im dümmsten Fall, wenn ich jemanden im Nahkampf habe, wird er gleich mitgetroffen. Und das ist doof. Deswegen mag ich solche Waffen nicht. Und Automatik ist Schrotflinte, ist weg damit. Medizin habe ich zum Glück genug. Und wirklich was Gutes hat er aber, haben die aber auch nicht. Nur hier ein Kamelhaar-T-Shirt normal. Kaufe ich mal. Oder? Schwierig. Oh Gott, ich krieg fast nichts. Wahnsinn. Ah komm, wir kaufen uns mal ein T-Shirt. Was? Eingesperrt? Oh! Ups. Pardon. Eingesperrt. Ups. Wurden eingesperrt und graben sich jetzt frei. Hab ich noch nicht erlebt. Eieiei. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. So, wir kriegen ja hier neue Kleidung. Ein T-Shirt baut's, macht sie gerade. Dann kann man hier auch noch eine Hose nochmal basteln. Vielleicht auch danach erstmal einen Parker. Wenn wir genug haben. Das ist ja die Voraussetzung. Ach, das T-Shirt da oben hat sich schon jemand gekrallt. Sehr schön. Ja. Okay, planen wir mal ein bisschen. Essen haben wir noch genug. Das reicht tatsächlich problemlos. Hätte ich nicht mit gerechnet. Wir machen hier mal ein großes Gebäude hin. Warte mal. Wir werden hier nämlich neue Unterkünfte basteln. Mal gucken. Frühling hat angefangen. Wo ist? Wahnsinn. 6 breit. Dann machen wir hier. Hier. So, hier, da müssen abgebaut werden. Genau, dann machen wir hier Türen rein. Wir müssen ja irgendwo die Leute unterkriegen, ne? Und dann haben wir hier Leute, die, und hier ist direkt die Verteidigungsstellung, das ist auch eigentlich ziemlich cool. Können sie direkt hier aufstehen und direkt zur Verteidigung rennen. Yes! Sehr schön. Und sie baut gleich mehr. Es kommt eine Hose. Sehr gut. So, unsere Sicherheit haben wir ja noch nicht, glaube ich. Nee. Wir können aber hier dann trotzdem schon mal planen. Und zwar machen wir es so, dass dann hier ein kleiner Gang ist. Wir zwängen die Leute quasi einen Gang entlang und machen hier einmal so. Perfekt, das passt. Weil dadurch, dass weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier einfach nur die Öffnung reinmache und fertig, dann kann es passieren, dass sie mit dem Sniper hier hinten stehen und dann trotzdem runterschießen und mich hier treffen. Aber wenn ich das so mache, zwänge ich sie quasi hier so rein
und die müssen hier quasi durchkommen. Das heißt, sie können frühestens hier schießen und da kann ich sie aber auch treffen. Haha, clever, ne? Ah, ich bin so gut. So, die mal weg da. Oh, was haben wir denn jetzt? Ein Gewitter. Risiko zusammen, oh, warum das? Ach, wurde beleidigt? Wow. Was hat er denn gemacht? Hat Morgan gekränkt, hat Gorilla gekränkt. Alter, Frederick, du bist ja ein aggressiver Heino. So, die Temperaturen sind noch kalt. Aber es regnet. Das ist auch das Schönste. Es ist kalt, Matsch, Schnee liegt und es regnet. So mag ich den Winter ja auch überhaupt nicht. Oh, das Stückchen kann er mal weg, dann liegt das da. Das braucht ja auch keiner. So, dann mal da schon mal. Oh, ein starker Schmerz hämmert im Kopf deiner männlichen Kolonisten. Oh, hier muss dann erstmal aufgemacht werden. Guck, und die Bäume wachsen, blühen schon, ne? So, die dürfen jetzt angeworben werden. Anwerbungsgespräch und Anwerbungsgespräch. Ich finde es immer ein bisschen erstaunlich, dass in dem Spiel noch nicht eingeführt wurde, dass Leute, wenn sie angeworben sind, solche hier ehemalige Gefangene, dann irgendwann fliehen. So nach dem Motto, ich tue so, als würde ich dazugehören, aber bei der ersten Gelegenheit verpisse ich mich. Warum zieht er eigentlich nichts an? Weil wir haben doch T-Shirts rumliegen. Ja, wir haben noch diese Sachen. Aber er will es nicht anziehen. Verstehe ich nicht. Vielleicht mag er es nicht. Komm, jetzt zieh es mal an. Sehr gut. Ist doch besser als nichts. Parka und Hose. Mindestens ein Kolonist werden in kalten Jahren keine warme Kleidung haben, was? Achso, er hat nur Hose und Hemd. Klar, macht Sinn. Wir haben natürlich keine Batterien für die Nacht. Aber ist ja egal, unsere Energie basiert ja nicht auf Solarstrom, sondern auf Windkraft und Holzkohleverbrennung. Holzverbrennung. Okay, dann haben wir hier jetzt das. Dann können wir jetzt hier auch die Mauern ziehen, so wie oben. Ja, automatische Geschütze, sehr schön. Sehr schön. Dadurch haben wir schon mal die Verteilung, die ich haben will. Das heißt, wir ziehen die hier rum. Der da abbrechen. Machen wir so hier. Und wenn sie reinkommen, machen wir noch einmal so hier. Genau. Das heißt, die beiden können schießen, wenn die hier sind. Und wenn die beiden zerstört wurden, dann kommen die hier an und dann werden sie von da beschossen. Und zusätzlich werden wir uns selber auch noch positionieren, das ist klar. Und so ähnlich machen wir das dann hier genauso. Dazu müssen wir dann leider, auch wie es ärgerlich finde, Frau, wir brauchen einfach diesen Platz. Wir müssen das ganze Holz hier abschaffen. Oh, das wollte ich nicht. Ach, hier machen wir so alle Pflanzen weg. Alles weg. Oh, was sind das denn für Pflanzen? Ah, da ist noch Gras überall. Okay, das will ich nicht. So, machen wir so. Auch da oben, weil das Problem ist, diese Pflanzen hier, diese Bäume, können auch den Gegnern als Deckung dienen. Und das möchte ich nicht. Weil die einzige Deckung, die man haben kann, ist die Deckung, die ich habe. Auch diesen Hochzeitsplatz werde ich abreißen. Deswegen alles weg. Alles weg, es tut mir leid. Und, Horizone. Das Dach muss weg. Nicht, dass es mir einstürzt. Das wäre doof, wie das Dach einstürzen würde.
Die Teile müssen weg. Ah ja. Oh, warum ist denn hier ein Loch? Ist es da ein Loch? Das ist aber nicht gut. Zap, kümmere dich mal bitte darum. Das ist mal gerade Priorität. Sehr schön. Ja, wir haben den Timmerwolf. Und sie heißt Anna. Ach, wir haben endlich einen Timmerwolf. Er hat es endlich eingesehen, dass es keinen Sinn macht, sich zu sträuben. Ach, wie schön. Dann gibt es gleich noch einen Schlaftierplatz. Die kotzen die Wohnung voll. Ist egal. Ich muss da nicht leben. Gorilla kotzt gleich oben mit rein. Gorilla, die kotzen, ey. Ah, herrlich. So, dann kann er aber gezähmt werden. Gehorsam ist klar und Transport. Das psychische Problem hat aufgehört und eine Störung ist aufgetreten. Das ist doof. Oh, was Neues zum Jagen. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Erstmal gleich mal alles niederschießen. So, dann können wir. Oder wollen wir Truthahn? Was futtert denn so ein Truthahn? Futtert das Gras? Pflanzen. Mein Entscheid, ja. Dann können wir hier das Lager wieder entfernen. Wir kriegen wieder Materialien. Okay, Strom müssen wir noch verlegen. Und zwar ist ja klar, hier lang. Weil hier muss ja noch Dings hin. Energie. Genauso wie wir dann hier unten noch Energie hinlegen müssen. Wobei, machen wir hier mal ein bisschen besser. Jetzt ziehen wir es hier über die Wand. So. Schön durch die Wände gezogen. Ist auch viel angenehmer. Worauf schießt er jetzt so? Diese Reichweite. Wahnsinn. Oh, der wird treffen, tut er gar nicht. Aber er kriegt wenigstens hier Fernkampf-Erfahrung. Ja. Oh, gehorsam ist er schon mal. Na gut, läuft doch. Beschränkungen haben wir nicht. Oh, wir haben ihn mal angeworben. Neuer Rekrut? Nice, cool. Er mag keine Feuerwehr, okay. Bettruhe, Schalter. Tierpflege kann er auch gut, Erstmal gucken, was er sonst noch kann. Kochen? Dann macht er Kochen natürlich. Jagen, ist klar, dann macht er auch Jagen. Schmieden kann er. Das kann er auch alles hier, okay. Kann er mal in 3-Tritt-Verwendung machen. Ansonsten eben auch. Na, vor allem erstmal kochen. Damit ist er schon gut genug ausgelastet. Und Tierpflege kann er dann in 3-Tritt-Verwendung machen. Oder auch in 2-Tritt-Verwendung. Ja, schwierig. Doch, mach mal so. Mach mal so. Gut. Yeah, wir haben wieder einen dazu. Cooler Scheiß. Das Bett wird einfach nicht ausgebaut. Das ist ein Hammer. So, da kommt ein Bett rein. Ist ja klar. Der Boden da drin kann nämlich auch geklettert werden. Damit es da drin auch ein bisschen schöner wird. Oh, Sub, sehr gut. Subtastisch, ey. Subtastisch. Und ab an die Arbeit. Ich bin so fleißiges Bienchen. Das ist der Hammer.
Also ich bin überall. Ich mache alles. Ich mache alles und kann alles. Ich bin quasi... Das ist die Lebensader. Also gerade auch jagen gewesen. Ich komme zurück von einer harten, anstrengenden Jagd. Und als erstes, was ich mache, weiterarbeiten. Meine Muse. Meine Lebenseinstellung. Und gleich zum Essen. Warum ist jetzt hier oben ein Loch drin? Verstehe ich nicht. Warum ist hier ein Loch drin? Ist irgendwas passiert, was ich nicht mitbekommen habe? Merkwürdig. Und es wird geerntet. Nicht geerntet, sondern gepflanzt. Und das sogar zwei Tage bevor es losgeht, weil der Beginn ist ja eigentlich erst 6. April. Ob das ist jetzt die Frage, weil wenn es zu kalt wird, es ja Minusgrade werden, dann sterben natürlich die Pflanzen natürlich ruckzuck wie ab. 1 Grad und es ist schon 23 Uhr. Oh, 0 Grad. Jetzt Minus wird, dann wird es gefährlich. Es wird gefährlich. Pflanzen werden wieder sterben. Das ist nicht gut für die Pflanzen. Was siehst du mal hier? Stallhammer. Stallproblem haben wir einfach nicht. Sowas gibt es bei uns nicht. Und hier, guck mal, das ist auch schon alles fertig hier. Sehr schön. Okay, dann können wir nämlich hier schon mal Boden reinlegen. Da schon mal für Boden sorgen. Hier muss noch abgerissen werden. Das ist der Hammer, wie gut ich arbeite. Ich bin von mir selbst so begeistert. Ich meine, ich bin selber mein allerbester, größter Fan. Habe ich Waffen? Nö. Ja, das ist doof. Dann machen wir so hier. Rauchblatt-Joint. Machen wir uns mal einen Kurzbogen. Nice, er macht sich sogar direkt ran. Fleißiges Bienchen. Ist er derjenige mit Asthma? Ja, er hat Asthma. Gut, wenn wir es behandeln, sollte es ja kein Problem sein. Was ist so sein Charakter? Er ist nervös, das ist schlecht. Schneller Geher ist schnell, neurotisch. Er arbeitet schnell und hat eine höhere Zusammenbruchschwelle. Okay. Wie so schön, aber egal. Hat so seine Vergangenheit zu bieten? Er ist ein Ranger-Kind, okay. Und Busch-Sniper. Okay, wir haben den Bogen fertig. Wo ist der? Wo ist denn der Bogen? Der ist doch fertig, oder nicht? Seht ihr den Bogen? Ich sehe ihn nicht. Ha. Keine Ahnung. Ja, den Bogen fertig gemacht, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Hat sich irgendjemand gekrallt? Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Nö. Ach, hier hinten. Ach, die Dinger wurden fertig gebaut. Okay, ja, das macht Sinn. Und hier hinten, das sind die Lagerschränke, die ich ja schon vor 2 Folgen gemacht habe. Und zwar kann hier... Und zwar kommen hier Waffen rein. Ja, das wird unser Waffenschrank. Und zwar aber keine Nahkampfwaffen. Ich dachte ja, dass hier, weiß nicht so, das Dach mal vorher abgemacht wird. Aber, oder nicht? Nö. Da kommen nur Fernkampfwaffen rein, aber auch keine Granaten. Kein Brandgeschosswerfer, kein Raketenwerfer, Energiegewehr, Kurzbögen. Können auch erstmal mit rein, ja, das kann rein. Minigun. Pillarwurfspiel jetzt nicht unbedingt. Pistole, ja. Das darf alles rein. Und Kleidung kommt auch nicht rein. Aber, und hier kommen nur Dinge rein, die
mindestens 65% Trefferpunkte haben und normal. Das heißt, da kommt wirklich wenig rein. Aber dafür weiß ich, dass die Dinge, die dran drin sind, top sind, top Qualität. Und dann kann man das hier kopieren und auf alle hinzufügen. Und dann ist es überall so. Genau. Und alles, was da drin ist, ist top Qualität. Okay, wo soll die Karawane hingehen? Von da bis da. Was ich mir rate, es ist quasi 15.000 Stunden. Na, 5 Tage. Fast genauso lang. Vielleicht hätte ich mehr an der Straße arbeiten sein sollen. Dann wäre vielleicht alles nicht ganz so dramatisch. Na gut, uns sind die Holzwinde, ist hier alles eingeschürzt. Ja, das habe ich schon festgestellt. Wir reißen da noch die Böden raus, Boden entfernen. Brauchen wir nicht mehr. Aber wie es weitergeht, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann und Cheerio!